wie hat denn die aktuelle Krise oder generell Krisenzeiten zum Beispiel den Schlaf verändert? Nur zwei Folien dazu. Aktuell, natürlich haben wir alle das Thema Corona, Corona-Pandemie im Kopf. Wir haben 2020 bei Kindern und Jugendlichen eine große Studie durchgeführt und wir sehen natürlich, dass in Krisenzeiten wie zum Beispiel Corona mit den Lockdowns eben ganz speziell zu einer Reduktion der körperlichen Aktivität führen. Das heißt, fast 3/4 der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 sagen, sie bewegen sich viel weniger. 44% sagen, sie gehen viel weniger ins Licht, also weniger Tageslichtexposition. Auch ein schlechter Effekt, weil das Tageslicht unseren zirkadianen Rhythmus, unseren 24-Stunden-Rhythmus eigentlich erst einmal gut einschwingt auf die Tagesaktivität und auf die Schlafaktivität in der Nacht. 85% sagen, sie verwenden noch mehr Smartphone und Tablet als zuvor. Und Sie müssen sich vorstellen, wir starten ja von einem sehr, sehr hohen Niveau schon vor 2 Jahren. Und wenn wir Richtung Schlaf wieder denken, es gibt kommt zu einer Verschiebung des Schlafwachrhythmuses nach hinten. Ja, das heißt, die Kinder und auch Erwachsenen gehen später zu Bett, aber sie verbringen insgesamt mehr Zeit im Bett. Da könnte man sagen, naja, es ist ja mal ein guter Effekt. Prinzipiell ja. Was man sagen kann, ist, diese Effekte, die ich hier beschrieben habe bei Kindern und Jugendlichen, die wir in unserer Studie Jetzt sprichst du gesehen haben, die sehen wir interessanterweise auch über alle Kulturen. Das heißt, wir haben eine Studie durchgeführt, auch in Griechenland, Kuba, Brasilien, Deutschland und der Ukraine. Und dort sehen wir genau die gleichen Veränderungen. Der Rhythmus verschiebt sich nach hinten. Die Leute gehen während der Pandemie und während der Lockdown später ins Bett, stehen später auf und verbringen mehr Zeit im Bett. Also grundsätzlich eigentlich was Gutes, weil sie eher das tun, was ihr Körper verlangen würde. Nämlich eher spät ins Bett gehen und eher später aufstehen. Aber leider bleibt es nicht bei dem guten Effekt, weil zugleich verändert sich praktisch die Schlafqualität, die subjektive und auch die objektive. Das heißt, es kommt zu mehr Ein- und Durchschlafproblemen, obwohl die Leute eigentlich länger im Bett liegen. Es kommt auch zu unregelmäßigeren Bettgehzeiten, vor allem bei den Jugendlichen, was auch ein sehr schlechter Effekt ist für Erholung und für Immunsystem, weil wir alle Hormone, die wir ausschütten, immer zu fixen Zeiten in der Schlafphase ausgeschüttet werden. Wenn Sie jetzt jede Nacht um 3 Stunden zu einer anderen Zeit ins Bett gehen, dann tut sich der Körper wirklich schwer, seine biologischen Prozesse abzuarbeiten. Und drum haben diese Kinder, die sehr unregelmäßig zu Bett gegangen sind, während der Lockdowns zum Beispiel, dann auch viel schlechtere Schlafqualität berichtet. Und es ist wirklich besorgniserregend, es kommt zu einer Verdopplung der Schlafprobleme in dieser Altersgruppe. In einer Altersgruppe, wo es eigentlich keine Schlafstörungen gibt. Also bei Kindern und Jugendlichen ist es kein Problem, das uns Schlafforscher, Schlafmediziner viel beschäftigt. Aber wir sehen hier wirklich eine massive Steigerung in den Volksschülern, in den Mittelschülern und auch dann in den Jugendlichen. Also teilweise Verdoppelungen oder Verdreifachungen der Schlafprobleme. Also wirklich massive Effekte, wo die Kinder mehr Albträume berichten oder eben schlechtere Schlafqualität. Und genau das Gleiche findet man in internationalen Studien, hier sehr schöne von Ravin Sieberer. Die zeigt nicht nur Schlafprobleme, sie zeigt auch viele psychosomatische Probleme bei Kindern und Jugendlichen in diesen Krisenzeiten. Also von der vor der Pandemie zur ersten und zur zweiten Welle sieht man hier massiven Anstieg zum Beispiel von Bauchweh, von sich schlecht fühlen, von Kopfweh, von Schlafproblemen wieder und von emotionaler Irritierbarkeit. Das heißt, all diese Faktoren, die unser gesundes psychisches Wohlbefinden eigentlich widerspiegeln, zeigen an, dass hier wirklich ein hoher Handlungsbedarf wäre, dass man hier endlich etwas tut und das auf sich selber schaut und eben auch, dass die Politik und das Gesundheitssystem auf die Menschen schaut.